So, Fazit des ersten Tages ohne Handy. Heute ist der zweite Tag. Oder ohne Social Media. Gestern echt krass gereizt gewesen. Ich habe mich echt gefühlt wie so ein Raucher, der dann auch einfach seine Kippe braucht. So eine Beschäftigung. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie fucking schwer es mir oder unserer Generation eigentlich fällt, nichts zu tun. Man muss immer multitasking. Und nichts tun wird als so was Schlechtes irgendwie deklariert. Sagt man das so, oder damit in Verbindung gesetzt, dass das irgendwie was Schlechtes ist. Aber mir kamen gestern auch schon so viele Gedankenblitze und Einfälle und Ideen und Sachen, worauf ich Lust habe, die mir halt irgendwie mit Handy gar nicht erst gekommen wären, weil ich wäre dann die ganze Zeit im Ablenkungsmodus. Mal schauen. Also ich mache jetzt hier auch keinen Apostel-Talk, aber ja, wollte ich nur berichten. Pizza Bakery. So, ich habe diese Riegel entdeckt. Die haben pro Riegel 600 Kalorien fast. Und wenn ich schaffe, irgendwie einen davon am Tag zu essen, das wäre so geil. Ich gehe jetzt einkaufen. Länger, bestimmt ein Stündchen unterwegs. Ohne Manouche. Ich habe sie jetzt allein zu Hause gelassen und bin gespannt, wie sie es handelt. Schmeckt endgeil. Auch nicht zu süß. Hat allerdings 30 Gramm Fett, was zu meiner fettfreien Ernährungsweise, die Ärzte mir empfohlen haben, nicht ganz so hinhaut. Hm. Darf man officially barfuß Auto fahren? Ich weiß es nicht. Ich tue es aber trotzdem. Fuck the police! Ich versuche gerade, mal endlich in Angriff zu nehmen, mein Auto auszubauen, beziehungsweise einfach mal die Matratze hinten auszubreiten. Mann! Das was wird, I highly doubt it irgendwie, aber... So, jetzt habe ich hier hinten die Matratze rein. Da passt dann noch Klamotten und so Kochzeug rein. Und wie gesagt, hier habe ich das jetzt halt mit Kissen ausgestopft. Ich mache dann irgendwie Kisten drunter, dann kann ich da, habe ich da auch nochmal Stauraum. Ich schwöre, geil. Potenzial. Potenziale. Leaning with my dog. Guck mal. Ich konnte gestern nicht so gut schlafen. Da habe ich irgendwie mitten in der Nacht noch angefangen, hier so eine Collage zu kleben. Komm hier! Hallo! Sitz! Social Media Pause Update. Ich bin wesentlich entspannter. Ich genieße es, aufzuwachen und gar nicht erst diesen Drang, dieser Reizüberflutung über mich ergehen zu lassen, weil ich weiß, es geht halt einfach nicht und deswegen habe ich auch nicht den Drang so sehr danach, weil ich es mir jetzt einfach verboten habe. Ja, ich bin auch irgendwie viel produktiver. Also ich habe heute schon echt viel Sachen gemacht, die ich voll lange aufgeschoben habe, aber dann hatte ich auch Lust, die zu machen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich da zwingen musste. Und ich habe mehr Fokus auf meinen Nusch. Das ist auch sehr schön. Hier. Oh! Ich habe jetzt den Nino gemalt. Und der Nino hat mich gemalt. Ist deutlich schlimmer. Na. Kann ich sagen, ohne das andere zu sehen. No way. Das ist so eine Beleidigung einfach. Präsentieren. Hä? Das ist voll wie eine Karikatur. Ach, so ein Scheiß. Ich finde das halt auch überhaupt nicht schlecht. Als wärst du so eine alte Frau. Nee. Was sagt ihr hier im Vergleich? Also, rated mal. Ja, gut, guck mal. Er geht doch.
Heute sind meine ersten zwei Songs auf Spotify gedroppt. Zusammen mit Domi. Würde mich voll freuen, wenn ihr es anhört. Die heißen so. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und viel Spaß beim Hören. Ich habe jetzt einen Termin bei einem Heiler. Also ich weiß gar nicht, ob der sich Heiler nennt. Habe ich von einer Freundin empfohlen bekommen, weil der ihr wohl schon sehr weitergeholfen hat mit verschiedensten Themen. Was ich cool finde an ihm ist, er arbeitet halt sozusagen for free und du kannst dann so viel geben, wie du möchtest. Du kannst 5 Euro geben, kannst 50 geben, kannst auch nichts geben. Und das finde ich halt schon authentischer. Als jemand, der sagt so, hey, ich heile jetzt deine Schwingungen und bring deine auch ins Gleichgewicht. Und du gibst mir 100 Euro. Hit me like a storm. Gute, ja, du bist sauer, ne? Hallo, Biri. Was ist so brav? Ja. Oh, ihr Popo. Ja. Ich bin gleich spielen in der Runde. Komm. Die hat gerade Fellwechsel. Und ich bin sehr gespannt, ob sich dadurch ihr Fell nochmal verändert, weil sie hat jetzt mehr braune Stellen als früher. Wir üben jetzt seit neuestem Zähneputzen. Opa, schau mal. Gute. Hier ist so ein Bürstall drauf. Ich habe mir Teigtaschen gemacht. Einmal mit Spinat-Feta-Füllung und einmal mit Kartoffeln. Ist leider ein Weißmehlprodukt, was mich, to be honest, jetzt gerade ein bisschen stört. Ich dachte, es wäre vollkommen Blätterteig. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst davor, das zu essen. Schmeckt schon geil. Kennt ihr das, wenn ihr so... Okay, wahrscheinlich kennt ihr es nicht, aber ich habe halt immer so meine eigene Nahrung dabei, wenn ich irgendwo hinfahre. Und dann komme ich heim. Manchmal bleiben so Reste übrig und dann habe ich halt irgendwie, vergesse ich das einfach und dann kam es halt so vor sich hin in der Tasche und ja, jetzt sind 3 Tage vergangen. Ich will es nicht öffnen. Das Schlimmste ist so Nudeln oder Porridge. Ach. Geschafft. Ah ja, halt die Fresse! Ja! Halt die Fresse! Aufreißer wird. Denk nicht, dass du Hund hier ein Aufreißer wirst. Wie China bist. China bist. China bist. Das ist so krass. Hund auf. Fly away! Wir machen so, wir stehen so ein bisschen in so einem Halbkreis. Nino, komm mal her. Komm mal her. Nico ist so vorne dran und man sieht uns mit, so, ja. Ist wie in so einem Diss-Track. So. Aber ich. Das ist Blazer. Das alle Länge. Okay, ich bin. Ich bin. Komm her, Juri. Wir dürfen nicht in die Kamera schauen. Wie in der Nationalmannschaft. Ja, Mann. Oh mein Gott. Ich esse so mein Müsli. Denk mir so, Alter, es schmeckt echt scharf. Seht ihr diese roten Punkte? Yep. I did not use Zimt. I used Chili Powder. Da wurde ich geschröpft, dadurch wird die Lebensenergie und die Durchblutung verschiedener Organe angeregt. Bei mir speziell Magen, Darm und Leber.
Wir wollen jetzt seinem Cousin, der ist hier im Krankenhaus, Watermelon bringen. Allerdings ist die Besuchszeit schon vorbei. Da ich aber Stammgast in diesem Krankenhaus bin, kenne ich so einige Wege, die hinein in das Gefängnis. Und wir schauen mal, ob wir es hinkriegen. Hey, Polizei, lassen Sie mich durch. Ey, das T-Shirt wird alles regeln für uns. Gott regelt. Brust raus und durch. Oh mein Gott, schnell! Boah, der Zaun fällt um! Oh, mein Sack! Aber ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Ich glaube nicht, dass da irgendwie was Elektronisches ist. Halt mal kurz. Also jetzt ein Strohschlag. Oh, da sind auch Zäune. Oh, ja, egal. Da rechts kommst du durch. Sogar abgesperrt. Ja. Wir gehen in den Wald hinter. Ich hab ein bisschen Angst. Ich übergebe dir die Watermelon. Die Bombe, Alter. Die Bombe wird eingeschleust. Die Schläuche, steh nicht auf den Schläuchen, Alter. Der ganze Zaun wackelt bis zum Krankenhaus. Aua, aua. Oh Gott. Also das war jetzt nicht so leise, nicht so elegant wie bei mir. Machete wäre geil. Ich sehe eine Pferde. Ein Brennnessel des Todes. Warte, ich mach mal den Weg. Lass mal durch. Okay, nice. Okay, you got it. Ups. Upsi. Ja. Ey, mit Warnweste, das ist einfach Gottesstatus. Du darfst alles mit einer Warnweste. Wow. Sunset. So, wow. Ich. But your face looks good in it. Bindung, Delivery. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir betreten die Pforte. Und sonst ist das Ziel ja eigentlich immer aus dem Krankenhaus raus, heute gekommen. Aber ich kenne das ja, wenn jemand einem so eine kleine Freude macht, das ist Dankeschön. XG.